Assalamu alaikum und alaikum salam, meine Freunde. Ich bin Soya Wakayashi und das sind die Video-Patch-Notes vom 19.07.2023. Es wird wild! Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sankaleva. It's time for Wakayashi. Okay, bevor wir zu den eigentlichen Patch-Notes kommen, Leute, nochmal ein kleiner Appell an eure Herzen. Es läuft immer noch das Support Your Content Creator Event und ich wäre euch extrem dankbar, wenn ihr dabei seid, in Video zu cashen, was ihr natürlich nicht machen müsst, aber falls doch, wenn ihr dabei seid, ein Paket, ein Bündel oder A-Coins zu kaufen, könnt ihr hier unter dieser Sektion meinen Code verwenden mit Wacker und ich bin mir ziemlich sicher, dass eure Chancen beim Klicken auf irgendwelche Items oder beim Droppen von irgendwelchen seltenen Items um mindestens 10% steigt. Kuss an die, die es machen. Danke vielmals für euren Support. Ich liebe euch. Okay, kommen wir zum eigentlichen Patch. Ja, die Codes und die Hammer und sämtliche anderen Stuffs, die wir umsonst bekommen haben im Heidelball, die eigentlich demnächst schon ablaufen am 26. Juli, wurden um eine gewisse Zeit verlängert. Hier laut dem C-Patch bis zum 6. September. Vielleicht bei uns bis Ende August. Irgendwie sowas wird es auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall lasst euch damit Zeit, wenn ihr noch nicht so weit seid und noch allgemein nicht genug Geld sammeln könnt für Ted Blackstar. Ihr braucht euch nicht beeilen, ne? Lasst euch Zeit damit. Auf jeden Fall die Hammer für Ted Blackstar auf Pen Blackstar Attempts ausnutzen. Das ist der größte Value, den ihr haben könnt. Und vielleicht seid ihr sogar lucky und hittet das Ding. Ist auf jeden Fall ein Item, was ihr nicht verpassen solltet. Sehr schön auf jeden Fall. Hier werden die ganzen Events nochmal ein bisschen verlängert für die ganzen Codes. Also lasst euch maximal Zeit damit. Dann kommen wir zum ersten Sommer-Event. Ja, jetzt ab heute geht es los mit dem Tamiyan Beach Event. Das Ganze wird 2 Wochen lang laufen und danach im Anschluss fängt das Palast-Event an, das Wasserpalast-Event an. Was es damit auf sich hat, werden wir nochmal sehen, aber erstmal Tamiyan Beach Event. Der Patch ist relativ lange, ne? Also ihr seht, ihr habt da wirklich sehr viel, was ihr machen könnt, aber ich breche das Ganze wirklich nur in eine ganz kurze Zusammenfassung runter und wenn ihr jetzt mal genau zuhört, müsst ihr eigentlich fast nichts machen und könnt maximal abstauben. Also es gibt eine Anfängerquest, die ihr beim Schwarzgeist abholen könnt. Und die schickt euch dann zum Tamiyan Beach Event, ja. Dabei bekommt ihr schon halt diese Tamiyan Festive Coins, 20 Stück in Summe. Dann müsst ihr euch entscheiden für Papu oder Otter-Seite. Es ist eigentlich scheißegal, welche Seite ihr wählt. Dann könnt ihr dort ein paar Quests mitnehmen, aber die sind alle insgesamt maximal useless. Ihr könnt an so einem PvP teilnehmen, wo Otter gegen Papus kämpfen. Maximaler Roleplay. Wer daran Spaß hat, viel Spaß. Aber für die Leute, die einfach wirklich nur für den Most Value hier schwitzen, ihr könnt das alles skippen. Diese ganzen Fights, es gibt da so alle paar Minuten mal so Fights, da kriegt ihr noch weitere Währungen. Mit diesen Währungen könnt ihr aber dann nur Transformationsrollen freischalten, die temporär oder sogar permanent sind. Also vielleicht für den Troll permanent ist es halt gar nicht mal so schlecht. Aber die Leute, die wirklich dafür nur mal schwitzen wollen, für den besten Loot, da könnt ihr halt weitere Festive Coins gewinnen, aber ihr braucht eigentlich nur 20. Es gibt dann noch immer ab Mittwoch zu Mittwoch einen Event-Shop, einmal für Papus und einmal für Otters. Hier steht, you can use both stores regardless of which site you have chosen to support in the quest. Heißt so viel wie, egal welche Seite ihr gewählt habt, ihr könnt beide Shops leer kaufen und ihr seht hier sowas wie 10 Loot Scrolls und dann hier Box of 10 Secret Books of Florin. Ihr kriegt hier wirklich viel Stuff und das alles kostet 1 Million Silber pro Item. Also wirklich sehr, sehr, sehr geschenkt. Danke dafür, PA. In dieser Box hier unten habt ihr nochmal weitere Loot Scrolls, weitere Secret Book of Florin, also Lifeskiller-Zeug, Grinder-Zeug, Cronstones, Memfrex, Loyalität und so weiter und so fort. So, und dann gibt es noch einen Austausch, einen Eintausch-NPC, wo ihr diese Festive Coins eintauschen könnt. Und wenn ihr mal genau hinguckt, diese Items könnt ihr alle nur ein einziges Mal tauschen, wie es hier steht. Und ihr braucht hier für die Free-Made, für die 4 Inventarplätze und für die 20 Artisans insgesamt nur 20 dieser Festive Coins, die ihr quasi bei der Initialquest schon freischaltet. Der Rest ist halt eine Transformationsrolle, die ist permanent. Okay, mag sein, dass das halt für den einen oder anderen Sammler interessant ist, aber für die ganzen vertikalen Progresser, ihr könnt einfach die Initialquest machen, die 20 Coins hier eintauschen und yalla, für euch ist das Tamiyan Beach Event mehr oder weniger fertig. Es gibt dann aber auch noch eine Sektion für die Season Angler, aber es ist halt wirklich nur für die Season Charaktere gedacht. Da gibt es dann auch die Season Quastenflosser, da gibt es halt einen Spot, den ihr auch am Tamiyan Beach Event ausnutzen könnt, aber den könnt ihr auch einfach so wie gewohnt in Heidel, in Velia oder sonst wo ausnutzen. Ihr müsst nicht hierher kommen, Leute. Das ist halt absoluter Roleplay. Aber gut, dann geht es weiter.
Wir haben eine neue Einlog-Belohnung. Da könnt ihr bis nächste Woche jeden Tag euch einloggen und dann nach 30 Minuten, 60 Minuten und 90 Minuten gibt es ein bisschen Free Stuff. Den könnt ihr unter Z abholen, ne? Also beziehungsweise im Schwarzgeist-Tresor oder Z. Also schaut mal nach. Müsste sehr wahrscheinlich Z sein. Da könnt ihr dann den ganzen Stuff abholen. Einfach jeden Tag mindestens 90 Minuten eingeloggt bleiben und das war's. Ja, und mit dem heutigen Patch, Leute, eine der Sachen, eine der Gründe, wieso dieser Patch so wild wird, ist Arena of Solaire, dritte Season. Es geht los, Leute, wieder PvP, wird nice, die Season geht bis Mitte September und ja, also, was ist Arena of Solaire? Das ist ein Matchmaking-Ranked-basiertes PvP-Duell, 3 vs 3 mit Equalized Gear, also jeder hat so Balanced Gear, jeder hat ungefähr die gleichen Werte. Du kannst halt ein paar Prioritäten setzen, wie ein bisschen mehr Black Spirit Rage oder ein bisschen mehr Accuracy, ein bisschen mehr CC Resistance, aber im Grunde ist eigentlich jeder gleich schwach, okay? Das heißt, die Matches sind dementsprechend auch sehr interessant. Es gibt eine einmalige Event-Quest, die ihr dafür machen könnt. Die könnt ihr beim Schwarzgeist abholen. Ihr müsst mindestens Level 60 sein. Und dann gibt es, wenn ihr einen Win erzielt, egal ob es im Practice-Mode oder im Ranked-Mode ist, 100 Cronstones. In den Maps werden wir Maps sehen aus dem Land of the Morning Light, also aus dem neuen Gebiet. Das sind diese 5 Maps hier. Eine von denen wird random gewählt. Finde ich ziemlich nice, dass es da mal so ein Kulissenabwechsel, eine Abwechslung gibt. Und mehr dazu zur Arena of Solaire in den eigentlichen Patch-Notes. Es geht weiter, Twitch Drops, das sind auch die letzten Event Notes jetzt. Es gibt nochmal einmalige Belohnungen, wenn ihr Streamern wie zum Beispiel mir zuschaut auf twitch.tv/wakayashi, könnt ihr mich gerne besuchen und diese einmaligen Belohnungen habt ihr dann relativ schnell abgefrühstückt. 10 Stunden braucht das Ganze und danach gibt es nochmal Daily hier nochmal weitere 3 Stunden, die ihr hier euch einen abgrinden könnt im Stream. Das waren so ziemlich die Events und damit kommen wir auch schon zum Pearl-Shop. Im Pearl-Shop selber, wie gesagt, die Währung hier ist in C ein bisschen anders, deswegen schaut nicht genau auf die Preise. Und wichtig sind für uns die blauen Werte, ne, wie viel Prozente gibt es denn im Sale. Das Hauptaugenmerk liegt hier in dem aktuellen Patch heute auf den Subscriptions von Black Desert Online. Ja, es gibt Vorteilspaket, Kammer-Silfbaum und Buch des Altmonds und das gibt es hier im Angebot. Ihr könnt entweder alle 3 für 45% reduziert holen. 5.940 Pearls in C sollten ungefähr 20.000 Pearls in EU sein, also 200 Euro ungefähr, aber ihr habt dafür 180 Tage. Regulär zahlt ihr für ein Value Pack 15 Euro pro 30 Tage, für so ein Kammer-Silf Blessing 20 Tage kosten da so 10 Euro, ihr habt aber natürlich noch 10 Blood Scrolls dabei, das gleiche gilt auch für Secret Book of Old Moon und ja, also wenn ihr der Meinung seid, dass ihr wirklich jetzt lange am Stück spielen werdet, ne, das ist ein halbes Jahr, ist halt natürlich sehr viel, dann lohnt sich das schon. Wenn ihr aber die meiste Zeit sowieso nicht könnt, weil ihr arbeitet, weil ihr ja im Ausland seid oder was auch immer, dann lohnt sich das halt ein bisschen weniger. Denn wenn ihr es einmal aktiviert habt, könnt ihr es nicht pausieren. Es läuft jeden Tag weiter. Bedenkt, dass ihr beim Value Pack vor allem jeden Tag nochmal eine extra Loot Scroll bekommt, kostenlos, was ziemlich das Ganze interessant macht. Und ansonsten, wenn ihr nur eine gewisse Auswahl von diesen ganzen braucht, die werden dann natürlich weniger rabattiert sein, wie ihr hier sehen könnt. Value Pack 180 Tage 20%, nur Kammer-Sif Blessing 180 Tage 30%, nur Old Moon Book 30% oder Value Pack und eins von den beiden, was ihr auswählen könnt, 40%, aber den größten Rabatt bekommt ihr, wenn ihr alles holt. Also entscheidet weise, aber das sind die Informationen. Ist schon ziemlich günstig, wenn man das Ganze dann runterrechnet, zahlt ihr dann halt mehr oder weniger für ein Vorteilspaket so 7,50 Euro im Monat statt 15 Euro, was halt schon ziemlich nice ist, wenn man das halt so ein bisschen min-max möchte. Es gibt ein paar Angebote für Enhancing, da sehen wir halt nur die Prozente. Normalerweise, wenn da nicht 50% steht, sieht es halt nicht so gut aus, denn normalerweise kostet ein Artisan 40 Pearls pro ein Artisan und am besten wären es halt, wenn sie 20 pro Artisan kosten würden. Hier 30% sind halt keine 50%. Ich denke, das Ganze wird sich da nicht so lohnen. Es gibt hier nochmal ein paar Angebote für gewisse Items wie Pferde-Content, was ich jetzt eher skippen würde, auch wenn heute T10 Doom released wird. Das ist eigentlich nicht so notwendig. Das könnt ihr aber selber für euch entscheiden. Es gibt 35% auf 4 Mates, was gar nicht mal so schlecht ist. Das beste Angebot für Mates ist immer 50%, aber wer halt nicht warten kann, Mates ist halt schon ziemlich lukrativ, ne? Vor allem die Lager-Mates mit in Kombination von Magnus
ultra krass geworden. Ne? Es gibt ein Rare Pet Angebot, 25%. Ne? Da könnt ihr euch zwei Rare Pets aussuchen. Ne? Die kosten normalerweise halt so, wenn sie mal im Angebot sind, 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro pro Pet. Hier habt ihr halt 25% Ersparnis. Ihr könnt euch zwei auswählen. Also gar nicht mal so schlecht, falls man halt noch nicht so viele T4 Pets hat und man möchte halt mehr in diese Richtung pushen. Und jetzt gibt es ganz viele Angebote zu Kostümen, von denen ich euch allgemein immer abraten würde, Kostüme zu cashen, nur um progressen. Das ist halt absoluter Troll, das ist, finde ich, nicht mal möglich. Also nur richtige Whales haben hier die Lizenz, in sowas rein zu investieren, die nicht jeden Cent umdrehen müssen oder so. Aber ansonsten würde ich davon immer abraten, von Kostümkäufen. So, und dann gibt es das Nafat-Zelt. Im Angebot 15% Rabatt, das kostet ja ungefähr 50 Euro, jetzt ungefähr 40 Euro, ein bisschen mehr als 40 Euro. Da könnte man halt vielleicht nochmal reingehen, wenn man noch einen Couponcode hat, erst recht. Ansonsten, ja. Und natürlich Nethers Pergament, das sind die ja, Zwischenslots für eure Feldstacks. Was ich persönlich ziemlich attraktiv finde, wenn ihr viel enhanced, würde ich alle Slots komplett kaufen. 20% ist das dickste Angebot, was ihr dafür bekommt. Normalerweise kosten die 1100 Pearls. Bei 20% spart ihr euch dann halt 220 Pearls. Ne? Also könnt ihr mal schauen. Wenn ihr nicht so viel enhanced, würde ich insgesamt vielleicht eine ganze Seite voll machen. Ihr bekommt eins durch die Quest umsonst. Eins bekommt ihr durch 20.000 Loyalität. Und dann würde ich mir halt noch zwei zusätzlich kaufen, damit ihr auf 4 kommt. Dann habt ihr eine ganze Seite frei. Ja, insgesamt könnt ihr halt natürlich mehr holen, aber ich würde persönlich gesehen, wenn ihr nicht viel enhanced, bei 4 sollte absolut reichen. Ansonsten, wenn ihr richtig viel enhanced, gerne alles wegkaufen. Damit kommen wir auch zum Update selber und das ist jetzt wirklich sehr lang, Leute. Also zieht euch warm an, es geht los, Leute. Also zuallererst, wie ihr hier sehen könnt, das ja, neue T10 Doom-Pferd wird released mit dem heutigen Tag, wurde schon angekündigt. Ne? Es hat insgesamt 3 neue Skills, also normalerweise hat ein T9 Doom nur 25 Skills. Dieses Pferd hat jetzt insgesamt 28 Skills, das seht ihr hier. Und die 3 neuen Skills sind eine vierte Instant Acceleration, also ein vierter Sprint. Dann könnt ihr einen neuen AOE-Attack nach vorne casten und ihr könnt eine Kopie, beziehungsweise 2 Kopien von eurem Pferd rufen und dann habt ihr ein Taxi, mehr oder weniger, für insgesamt 6 Spieler, euch inklusive, also noch für 5 weitere, die dann auf diesen Pferden reiten können. Ziemlich nice, meiner Meinung nach damit auch das beste T10-Pferd, was es gibt. Also ich werde heute auf jeden Fall direkt für 6 Attempts gehen. Ich bin schon dabei, mein Pferd zu leveln auf Level 30. Ich habe 6 Free Attempts und ja, verpasst nichts, also checkt gerne später den Stream ab, twitch.tv/wakayashi, da geht's weiter. Ja, und dann geht es los. Es gibt einen kleinen Change bezüglich des Feldstack-Systems. Wir haben hier normalerweise initial 3% und danach steigt die Chance eigentlich nicht. Das wird mit dem heutigen Tag verändert, leider nicht rückwirkend. F an die ganzen gefallenen Brüdern und Schwestern, die schon 50 Attempts auf dem Scheißding haben und immer noch nichts gehittet haben. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Ich wünsche euch echt viel Glück. Ich hoffe, ihr one-tappt das heute, okay? Mit jedem Fail bekommt ihr ab sofort 0,2% dazu. Das heißt, habt ihr 10-mal das Ganze gefailt, habt ihr 10-mal 0,2%, das sind 2%, plus die initial 3%, also habt ihr beim 11. Attempt 5% Chance. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Dazu gibt es auch jetzt einen Guide. Checkt gerne mal direkt meinen YouTube-Kanal ab. Um 13.30 Uhr sollte es online sein. Also ja, weiter geht's. Da seht ihr auch, was ihr alles dafür machen müsst, um das hier nicht durchlesen zu müssen. Wie dem auch sei, es gibt auch einen Buff für das T10 Pegasus und das Einhorn. Ne, Pegasus hat jetzt hier nochmal die Möglichkeit, in der Luft beim Schweben nochmal einen Boost in horizontaler Ebene durchzuziehen. Damit hat das nochmal ein bisschen mehr Reichweite. Das Einhorn in T10 rennt jetzt über Wasser schneller und es verbraucht weniger Breath auf Okiara, also weniger Ausdauer, was er verbraucht auf dem Wasser, damit es halt eine längere Strecke auf dem Wasser überwältigen kann. Ziemlich nice Änderungen, also das Treasure-Item wurde noch nicht released, aber es wird ein Treasure-Item geben, wo es, wenn ihr alle 3 T10s besitzt, dass ihr dann quasi einen eigenen Stallhändler rufen könnt an Ort und Stelle und die Pferde sofort wechseln könnt, was ich ziemlich nice finde und deswegen gehe ich jetzt auch auf alle 3 T10s. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht früher angefangen habe mit den Dailies und Weeklies, aber wie dem auch sei, ich hoffe einfach, dass wir da schnell durchkommen, aber wenn auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Gut, dann gibt es ein paar Buffs und zwar Ninja Awakening wird gebufft, Kuno Awakening wird gebufft und Succession Nova wird gebufft. Die
Mewa Succession wird an der Stelle wieder genervt, aber schauen wir uns das genauer an. Ninja wird überwiegend in PvE gebufft, aber wird gleichzeitig auch irgendwie unbrauchbar gemacht, was PvP vermutlich angeht. Denn Murderous Intent, also unser Shift-Linksklick-Skill, bekommt hier eine Cooldown-Erhöhung von 3 Sekunden auf 5 Sekunden. Im Global Lab waren es nur 6 Sekunden. Daraufhin gab es einen riesen Shitstorm von der Community, von der Ninja-Community. Und die haben sich gedacht, okay, wir machen einfach mal 5 Sekunden, dann fällt das nicht so auf. Aber 5 Sekunden ist trotzdem huge. Das ist einer seiner Haupt-Skills, um zu stiffen, um voranzukommen, um Dash mehr zu haben. Also ich glaube, das wird halt viele wirklich sehr, sehr ärgern. Aber ansonsten hat er einen ziemlich coolen Utility-Buff bekommen. Er hat hier zum Beispiel einfach mal Critical Hit Rate plus 18 auf Shadow Slash 10 Sekunden bekommen. Mehr Melee-AP, ne? Also mehr Utility, mehr Damage. So, deswegen dementsprechend, ich denke, das wird nicht nur ein Buff im PvE sein, sondern auch im PvP. Für Kunoichi gilt das Gleiche, ungefähr das, was ich jetzt über den Ninja gesagt habe. Nur es gibt hier in dem Fall keine negativen Malus-Effekte wie bei Murderous Intent. Und Succession Nova wurde auch ebenfalls gebufft. Nicht nur PvE-wise, ich denke auch PvP-wise. Sie verbraucht jetzt beim Kommandieren ihrer Legion hier nicht mehr HP, sondern ihre zweite Leiste, diese SP, ne? Also die Mana-Leiste. Und ein paar andere Changes. Wenn euch das Ganze interessiert, ich werde die Links nochmal unten in die Beschreibung reinpacken. Guckt euch das gerne nochmal in Ruhe an. Und damit kommen wir auch zum Megu. Ja, Megu Succession. Es reicht noch nicht, dass sie komplett auf dem Boden liegt. Noch liegt sie auch noch gar nicht auf dem Boden. Noch würden wir sie auf S-Tier einschätzen. Aber sie verliert erstmal nicht an Damage, also der Gesamtschaden soll gleich bleiben, aber die Art und Weise, wie sie den Schaden austeilt, ändert sich. Sie hat weniger Hits, also du machst weniger Hits, ne? Also das heißt, die weniger Hits machen mehr Schaden, um das Ganze auszugleichen, aber weniger Hits bedeutet immer eigentlich, ist ein Nerf, ne? Also ist immer scheiße, weil du hast ja auch On-Hit-Effekte, wenn du triffst bei jedem Treffer, ne? Gerade wenn es um Life-Rack geht, das wird halt natürlich erstmal gechanged. Und als wäre das noch nicht genug, ist es so, dass die Attack-Range sich komplett ändert oder allgemein eigentlich nur verkürzt. Ne? Also statt irgendwie Attack-Range auf Angriffe auf Range auszulegen, ist es jetzt so, dass sie die Attacken um sich herum macht. Also wirklich Short-Range, keine fetten Ranged-Attacks mehr. Und ja, ich bin gespannt auf die Megu-Community, was sie darüber sagen werden. Aber das hatten wir schon im Global Lab gesehen, also von daher keine Überraschung. Mal gucken, ob sie jetzt satt sind an der Megu oder ob das noch weiter runtergeht. Alles klar, dann Old Moon Furniture Workshop. Das juckt halt niemanden. Ihr könnt da jetzt ein paar Sachen craften in Dalbiol. Aber das skippen wir mal sofort. Es gibt neue Puppen in der Battle Arena, ne? Da könnt ihr mit denen trainieren und an den CC-Effekte ausführen und eure Kombos testen, weil einfach jetzt irgendwie der Ansturm auf die Battle Arena so groß ist, haben sie sich gedacht, okay, wir entfernen mal ein paar Gebäude und machen da mal ein paar neue NPCs dazu, damit ihr da ein bisschen besser üben könnt. Arena of Solaire wird halt, wie gesagt, jetzt freigeschaltet. Das Ganze geht ab heute los und soll bis zum 13. September halten. Es ist 3 vs. 3. Ihr könnt im Practice-Mode auch in Gruppe reinjoinen, aber im Ranked-Mode nicht. Die Zeiten seht ihr hier ungefähr. Ne, das wird sich wahrscheinlich für deutsche Zeit ungefähr gleich abspielen, vielleicht ein bisschen ändern. Aber grob könnt ihr euch merken, nachmittags ist Ranking-Time und ansonsten eher Practice-Time. Es gibt auch hier dienstags und donnerstags gar kein Ranking, also bedenkt das bitte. Und was mich sehr gewundert hat, ist, es gibt aktuell keine Weeklies, um nochmal extra Belohnungen abzustauben. Es gibt halt wirklich nur diese eine Event-Belohnung, die ich beim Schwarzgeist eben erwähnt hatte, die 100 Cronstones, wenn ihr einmal gewonnen habt, egal in welchem Modus. Und ansonsten gibt es halt die Top 100 Belohnungen, dazu komme ich aber gleich. Ihr müsst mindestens Level 60 sein, um da reinzugehen. Und wie gesagt, ihr bekommt am Anfang ein Initialgear und dann mit jedem Win, mit jedem Lose bekommt ihr so ein paar Tokens. Damit könnt ihr dann aus dem Shop eine Offen, eine Kutum statt eine Nova freischalten, für Evasion Build gehen, für DR gehen, für Accuracy gehen, was auch immer. Ihr könnt Crystals freischalten. Also insgesamt ist das schon ein ganz netter Modus, der schon Spaß macht, aber testet euch selber aus. Es ist die dritte Season und wird interessant. So ein bisschen hat sich auch was bezüglich des Placements geändert, ne? Also wenn ihr dann diese Placement-Matches macht, vorher musstet ihr 5 machen, jetzt sind es insgesamt 10 Matches. Ihr bekommt aber dafür, ne, ihr beginnt bei 700 Punkten, 700 Ranking-Points, aber ihr bekommt dadurch halt auch mehr Points, wenn ihr in solchen Placement-Matches gewinnt. Wenn ihr verlieren solltet während der Placements, verliert ihr keine Punkte, also ähnlich wie in League of Legends eigentlich. Gut, das sind die ganzen Rankings, ne, von Eisen bis Challenger, ne, also. Aber was hier natürlich sehr interessant ist, ist eher
dass noch ein paar Items gebalanced werden. Einige werden gebufft, einige werden genervt. Schaut euch die nochmal im Detail an. Aber das, was jetzt interessant ist, ist das hier. Und zwar die Top 100 Spieler einer jeweiligen Klasse. Das gilt also für alle Klassen, Leute. Also für Shy separat, für Magier separat, für Berserker separat, für alle Klassen separat, ja. Dabei wird nicht unterschieden zwischen Awakening und Succession. Das ist halt für jede Klasse an sich selber, ne? Da könnt ihr selber entscheiden, ob ihr mit Awakening oder Succession rein wollt. Ihr bekommt, wenn ihr Top 100 Spieler seid, ein Kostüm geschenkt. Ihr bekommt einen temporären Titel, den ihr bis zur nächsten Season nutzen könnt, Solar Knight. Und ihr bekommt so eine fette Kiste, Glorious Solar Box. Da sind 1000 Cronstones drin, da sind 30 Loot Scrolls drin, da sind ein Haufen Konsum-Items drin. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Box. Aber, ja, werdet ihr dafür gehen, Leute? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich als PvEler sehe mich da ehrlich gesagt nicht in dem Grind, aber ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Match mitnehmen und euch mal auf den Zahn fühlen und zeigen, wie stark auch ein PvEler sein kann. Gut, dann gibt es ein paar Buffs für Pferde-Content. Mit dem Release von T10 wurden die mystischen Federn jetzt mal ein bisschen gebufft. Und zwar bekommt ihr diese mystischen Federn zum Beispiel jetzt auch durch Offen, den World Boss. Ihr habt dort allgemein eine gewisse Chance, die zu droppen, wenn ihr Damage macht. Aber je mehr Damage ihr macht, desto höhere Chancen habt ihr halt auf diese mystischen Feder. Und das gleiche gilt auch für die Feldbosse. Die Feldbosse sind natürlich ein bisschen ekelhaft, weil die spawnen halt sehr spontan und man hat keinen Timer dafür. Aber ihr droppt, habt da auch ebenfalls Chancen auf diese mystischen Federn. Die werden jetzt natürlich sehr ausverkauft sein, aber das ändert sich, sobald der Hype um die T10 Pferde abfällt. Patricio, der Nachthändler, hat ebenfalls manchmal solche mystischen Federn ab sofort im Angebot. Da solltet ihr auch vorbeischauen, wenn ihr diese mystischen Federn braucht. Und die Weekly Quests, die wir bei Liana oder Wapro abholen können oder beim Old Wisdom Tree, da wurden diese Quests abgeändert, dass wir nicht mehr eine bekommen, sondern insgesamt zwei dieser Federn. Was ich ziemlich nice finde, diese Old Wisdom Tree Quest würde ich allgemein skippen, ist absolut Krampf. Und hier könnt ihr halt aussuchen, welche von den beiden ihr nehmt, Krokdalus oder Karottenkonfit. Ich würde hier immer Krokdalus nehmen und dann nehmt ihr natürlich die zwei mystischen Federn jede Woche mit. Es gibt ja die Weekly, wo wir königliches Farnkraut bekommen. Das Ganze hat uns ja immer 30 Farnkraut fix gegeben, das wurde jetzt angepasst. Wir bekommen ab sofort 50, was ziemlich nice ist. Für einen T10 Attempt brauchen wir 100, also schon mal die halbe Miete, wenn man dann einfach die Weekly mitnimmt. Gut, dann wurde die Cooldown Reduction, die Cooldown von den Karten getrennt. Karte des Archäologen und Karte der Reisenden haben getrennte Cooldowns. Das heißt, 6 Stunden auf der, 6 Stunden auf der, nutzt ihr die, hat sie einen separaten Timer, nutzt ihr die, hat das auch einen separaten Timer. Was dadurch ein kleiner Buff ist für die Archäologen-Map. Wenn ihr dazu mal einen Guide haben wollt, ich habe den mal unten in die Beschreibung mal verlinkt, wenn ihr dafür gehen wollt. Der besteht aus 4 Treasure-Items, würde ich auf jeden Fall machen. Ein sehr geiles Item, gerade jetzt mit dem Buff. Okay, als wäre das noch nicht alles, gibt es nochmal einen Buff für alle Pot-Spots. Und zwar bekommen alle doppelte Respawn-Zeit, also die Respawn-Zeit wird hier verkürzt, ja, also nicht doppelte, sondern sie wird einfach halbiert, ja, die Monster spawnen schneller. Für Chira, Shirikan bei Tag, für Blutwölfe, Navansteppe, für Runaros, Mannschaum, Fardus, Proticave, Crescent, Navan und Khatri Ruins. Wenn ihr euch fragt, was sind das denn für die anderen Spots hier, das sind auch keine Pot-Spots, doch, während des Events sind das ebenfalls Pot-Spots und da könnt ihr natürlich dann auch ebenfalls grinden, aber die werden auch unabhängig vom Event gebufft und hier steht halt nochmal genau, welche Monsterarten genau, aber es sind eigentlich genau die, die euch auch diese Pot-Pieces geben, ja, damit ihr euch ein bisschen da besser managen könnt, ein bisschen aufteilen könnt, damit da nicht so viel gegrieft wird, weil momentan ist es einfach ein Grief-Fest, wenn man an Blutwölfe denkt, auf dem Main-Spot, Digga, da willst du nicht grinden. Es gibt einen kleinen Buff für Oluns, ne? Die Oluns, der große Golem spawnt ja dann diese kleinen Golems und wenn du halt zu früh den fetten Golem tötest, tötest du nicht die kleinen, sondern die despawnen einfach und du verlierst den Trash-Hut dadurch. Erfahrene Grinder, denen passiert das sowieso nicht, aber für nicht zu erfahrene Grinder ist das jetzt ein kleiner Buff und zwar bleiben die kleinen Golems und die könnten natürlich auch nochmal töten und da den Loot mitnehmen. Gildenbosse haben jetzt die Chance auch auf 50er Feldstacks und ihr habt eine höhere Chance auf 40er, 30er Feldstacks und ihr bekommt mehr von diesen kleineren Feldstacks. Also ein kleiner Buff für die Gildenbosse, die Torwächter der Wüste, ne, sowas wie Khatri-Torwächter oder Crescent-Torwächter, die werden ein bisschen tiefer reingesteckt, damit sie nicht so auf dem Weg liegen, was auch ziemlich okay ist, damit sie nicht so krass abfacken, weil die sind halt echt super tanky und machen halt so viel Schaden, ne?
Dann in der Wüste, wenn ihr in der Ivelab-Oase seid und es ist Tag, könnt ihr euch am Wasser einen Buff abholen, damit ihr keinen Hitzeschlag mehr bekommt. Also dieser Debuff, der euch langsam die HP raubt, also damit könnt ihr euch einen Buff holen. Ist aber so whatever, da geht man halt sowieso nicht vorbei. Und in der Nacht, wenn ihr dann in der Nacht da vorbeigeht, gibt es ja so ein kleines Bonfire da, also ein kleines Lagerfeuer. Wenn ihr euch da hinstellt, bekommt ihr ebenfalls einen Buff, um nicht an Schüttelfrost zu erleiden. Ne? Dann... Darüber hinaus gibt es jetzt für neue Spieler ein extra Inventar, das nennt sich ja Newbie Inventory und das Ding hat kein Traglastlimit. Es hat 50 Inventarplätze, wenn ich mich recht erinnere. Ihr könnt einfach, wenn ihr auf I drückt, hier oben links auf diesen Bag, auf diese Tasche klicken und könnt dann automatisch, solange ihr noch Neulinge seid, dort ein extra Inventar benutzen, wo ihr die ganzen Items mal reinschieben könnt, wovon ihr keine Ahnung habt. Nehmt gerne diese Tasche dann mit zu mir in den Stream. Ich helfe euch da gerne aus, ja, gucken wir mal gerne gemeinsam drüber und dann kann ich euch genau sagen, was ihr für die Tonne da reinschmeißen könnt und was ihr wirklich noch irgendwie in Silber umwandeln könnt. Ihr könnt natürlich nicht alles da drin lagern, so gewisse Items wie Trash-Loot oder Handels-Items könnt ihr da halt nicht reinpacken, aber sonst könnt ihr eigentlich fast alles reinschmeißen. Außerdem kommt noch, und das finde ich halt persönlich richtig sexy, es gibt eine neue Möglichkeit, euer Inventar zu managen, und zwar wird das hier schlau nach Kategorien unterteilt. Ne? Also hier habt ihr so alles was ihr so equippen könnt, alles was ihr zum Enhancen braucht. Dann habt ihr hier irgendwie so Boxen, die ihr öffnen könnt. Ihr habt, keine Ahnung, Konsumgüter und so weiter und so fort. Ihr könnt zu jeder Kategorie auch sehen, wie viel Traglast das hat. Und wenn ihr diese Ansicht doch nicht feiert, könnt ihr hier oben rechts nochmal auf die Vierecke gehen und habt ihr das alte Inventar. Aber was haltet ihr von den Patch-Notes, Leute? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im Stream auf twitch.tv/wakayashi. Geht's weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Video und ich würde mich sehr freuen über ein Like und ein Follow, um auch mich nochmal hier kostenlos zu supporten. Danke und bis bald.